Auf der Fahrt von Geste Richtung Norden, in unserem Autobahnabschnitt, ist ein Pkw auf der Einfahrt der Raststätte Heseper Moor ins Schleudern gekommen, dabei überschlagen bzw. hat sich gedreht mehrfach, hat mehrere Schilder mitgenommen und waren drei Personen verletzt worden. Die Personen waren nach Aussage waren die erstmal eingeklemmt, aber als wir vor Ort ankamen, waren sie nicht eingeklemmt. Wir haben nur bei der Rettung geholfen und dem Rettungsdienst übergeben. Zwei konnten sich selbstständig befreien. Eine dritte Person hinten im Fahrzeug war sehr leicht eingeklemmt. Durch Hebelwerkzeug konnten wir die Tür aber öffnen und haben die dann auch dem Rettungsdienst übergeben. Extreme Straßenglätte halt, ne? Wir haben heute Morgen 5 Grad Minus hier in diesem Bereich. Wir sind im Moorbereich, da ist die Autobahn immer feucht. Und halt diese Einfahrt war dann auch glatt. Laut Aussage der Fahrer, habe ich mit gesprochen, ist er dann beim Einbiegen in die Raststätte ins Schleudern gekommen und dadurch ist es passiert. Und man sieht auch die Witterungsverhältnisse, 5 Grad Minus, ja, es ist extreme Straßenglätte. Und gestreut, so wie ich das auch selber mitgekriegt habe, ist noch nicht.